Halli, hallo. Ah, meine zwei kleinen Fruchtbonbons. Na, was gibt's Neues? Ach, ich zieh nächste Woche mit meiner neuen Freundin zusammen. Bei mir auch alles gut. Aber man hört ja bei Ihnen so einiges, ne? Also mit Ihrer Frau, Scheidung. Genau. Ich meinte eigentlich drehbuchtechnisch. Ja, da haben wir auch super fette Sachen am Mega Start. Krass. Ja. Also Oscars, Moscas, alles. Ja, komm, schieß mal los jetzt. Sie kennen das. Leute mögen Zoos. Exakt. Leute lieben Dinos. Super exakt. Deshalb haben wir aus den zwei Dingen einen Mix gemacht. Ja, das war's. Klingt erstmal wie Jurassic Park. Nein, natürlich. Wir denken größer. Bei uns geht es um Jurassic World. Ah, das bedeutet, die Dinos springen jetzt überall auf der ganzen Welt rum und so. Mhm. Nee, wieso das denn? Ja, wegen Jurassic World. Nee, das ist der Park, der so heißt. Aber wo ist denn dann der Unterschied? Zu was? Ja, zu Jurassic Park. Naja, das ist halt größer, moderner. Größer? Na, dann kann das Drehbuch ja riesig werden. Aber hallo. Ein riesiger Killer-Dino bricht aus seinem Gehege aus und stiftet Angst und Schrecken. Klingt auch wie Jurassic Park. Nein, die hatten ja einen Stromausfall. Bei uns ist einfach der Dino super mega schlau. Außerdem ging damals ja alles mit einem T-Rex los. Hier beginnt es mit einem neuen Monster. Ich sag nur ein Wort. Indominus Rex. Sagt mir überhaupt nicht. Das ist ja das Ding, das ist der springende Punkt. Das ist kein Dino, den es jemals zuvor gegeben hat. Wissenschaftler und die Führung von Jurassic World haben dem Druck des Geldes und der Massen nachgegeben und im Labor eine Killermaschine von Dino gebastelt, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ein Hybrid also. Verstehe. Ihr wisst gar nicht, was ein Hybrid ist, oder? Also das ist ja jetzt schon fast recht. Also. Ein Hybrid ist in der Biologie ein Individuum, das durch eine geschlechtliche Fortpflanzung zwischen verschiedenen Gattungen, Arten, Unterarten, Ökotypen und Populationen hervorgegangen ist. Genau. Dann sind wir auf dem gleichen Wissensstand. Super. Das wussten wir. Was ist denn so in unserem Dino drin? Oh, einiges. Zum Beispiel T-Rex. Raptor. Schlange. Tintenfisch. Und ein Laubfrosch. Laubfrosch, was? Für die Spezialfähigkeiten. Ah, Spezialfähigkeiten. Ja, unser Dino, der kann sich nämlich tarnen, der kann seine Temperatur regulieren und der kann mit anderen Raptoren kommunizieren. Hier. Was habt ihr noch? Hauptdarsteller. Owen Grady, Wildhüter und ehemaliger Navy SEAL. Ja, da haben wir beide an Chris Pratt gedacht. Wisst ihr, an wen ich denken muss, wenn ich Navy SEAL höre? Tom Cruise. Vielleicht fragt ihr da mal nach. Mhm. Mhm. Ist notiert. Super. Was macht denn unser kleiner sexy Navy SEAL so? Der trainiert die Raptoren. Also für die Aktionen im Park, für die Touristen, verstehe. Okay. Oder habe ich das falsch verstanden? Zur Forschung? Klar. Warum nicht? Mhm. Sag mal, schreibt ihr euch das jetzt gerade erst auf? Nein. Ihr habt doch da jetzt gerade was geschrieben. Ach so, das? Das ist ja nur wegen... Das, auf jeden Fall hat er die total krasse Connection zu den Raptoren. Genau, der ist quasi deren Alpha-Tier. Die hören auf den. Ja. Und wir haben auch noch als weiblichen Counterpart Bryce Dallas Howard. Mhm. Sie ist die Leiterin des Parks. Und außerdem ist sie die Ex von Chris Pratt. Pikant. Wisst ihr, wer genial war zusammen mit Tom Cruise? Cameron Diaz. Vielleicht sie als die weibliche Hauptrolle? Gott! Tom war so genial in Night and Day. Mann! Schon allein der Trailer. Also auf jeden Fall waren die, wie gesagt, schon mal zusammen. Mhm. Und wir haben ja richtig gute Sachen geplant. Küsse und alles. Mhm. Also Jungs, ganz wichtig für den Film. Geile Action mit den Dinos. Allgemein eine Love Story, ne? Eine Sexszene vielleicht. Auch emotionale Momente. Vergesst das wahre Leben nicht. Vielleicht zwei Teenager, die mit ihrer Familie strugglen. Irgendein Konflikt. Ja, eine Scheidung. Super. Also top. Zumindest ein Konflikt. Klar soweit?
Sonnenklar. Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt raus hier. Na gut.